Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Nach dem Supercup-Sieg von Dortmund gehen die Fans mit großen Erwartungen an die Saison. Wie wirkt sich das auf das erste Ligaspiel aus? Wir haben einen starken Kader. Er ist sogar stärker, als ich dachte. Das wird eine spannende und hoffentlich auch eine erfolgreiche Saison. Kann das Team dieses Jahr Meister werden? Selbstvertrauen ist wichtig. Entscheidend ist, dass wir gleich zu Beginn eine Siegesserie hinlegen und dieses Tempo dann aufrechterhalten. Hummels war in der Vorbereitung schwach. Gehört er beim Saisonstart zur Mannschaft? Wenn ich mir den Konkurrenzkampf im Team so anschaue, kann ich Hummels nur dann einen Startplatz geben, wenn er in Topform ist. War es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. Und wir starten ins erste Spiel der Saison. Beziehungsweise ins erste Spiel der Bundesliga. Und ich begrüße euch recht herzlich zurück beim Manager-Modus mit dem BVB in FIFA 21. Wir müssen heute ran gegen Hertha und ja, die Aufstellung muss ein bisschen angepasst werden. Tut mir wirklich leid für Mats, aber er braucht Pause. Ein bisschen zu sehr mitgenommen, der Gute. So, ansonsten habe ich in die Startaufstellung jetzt gepackt Garcia. Der darf auf jeden Fall ran. Und ich würde auch sagen, wir lassen Morelos von Anfang an starten. Brandt bekommt seinen Startelf-Einsatz. Und Witzel wird vertreten von Bellingham. Sancho und Guerrero, ja, die sind zwar nicht hundertprozentig fit, aber hier den Anfang können sie ruhig machen. Ach du Heilige. Moment. Warum ist das jetzt wichtig, dass das Spieler von Berlin sind? Okay, ich verstehe auf jeden Fall, warum es wichtig ist, dass es Spieler sind. Aber okay. Lassen wir das einfach. Für alle echten Fans. Es gibt neue Fanartikel im Fanshop und online. Neue Trikots. Neue Trikots? Jetzt macht er sogar Werbung, der Stadionsprecher. Ja, toll. Ja, wir befinden uns im Olympiastadion in Berlin. Die Bundesliga startet. Und das sind vielversprechende Jungs, die Hertha da hat. Und ich muss den Stadionsprecher, glaube ich, wirklich ein bisschen leiser machen. Der irritiert mich nämlich ein bisschen, wenn ich am Anfang hier euch begrüßen will und so weiter und so fort. Aber gut. Das Spiel beginnt. Drei sehr starke Jungs da vorne. Und Neuhaus haben sich auch schon geholt. Ernsthaft. Gelb nach einer Minute. Hier darfst du dir gar nichts erlauben. Morelos. Heute mit seinem Debüt. Alfredo Morelos. Was für ein Tempo und dann Schwolo. Julian Brandt. Läuft da mit dem Ball fast ins Aus. Wieder Morelos, das ist Julian Brandt und das ist das 1:0. Er wollte gegen Hertha spielen, er bekommt seine Chance und erzielt das 1:0 in der siebten Spielminute.
auch stark den Ball angenommen. Geht somit direkt an Stark vorbei. Also er geht sehr stark an Stark vorbei. Und der Abschluss, ja, unhaltbar für Schwolo. Das erste Tor in der neuen Bundesliga-Saison wird erzielt von Julian Brandt. Tor für Borussia Dortmund. Die Nummer 19, Julian Brandt. Sefuig. Weiter Ball. Und Piontek setzt sich durch. Bellingham. Morelos. Und Rafael Guerrero. Abschluss außerhalb des 16ers gesucht. Und Schwolo pariert. Es gibt den Eckball. Ja gut, Guerrero hätte wirklich noch ein paar Meter laufen können. Aber so ist das dann halt. Wieder ein Versuch zum Fallrückzieher. Cunha. Matthäus Cunha. Und Piontek. Okay, Tor zählt nicht. Piontek trifft den Pfosten, der Ball springt. Ja, springt zu Córdoba, der allerdings im Abseits stand. Und nochmal Glück gehabt. Und ich muss den Stadionsprecher definitiv mal ein bisschen leiser machen. Oder komplett ausmachen. Nicht nur, dass er reinquatscht. Ich will auch noch ganz gespannt zuhören, was er erzählt. Das ist nicht so geil. Jetzt hatte Sven Köpitz nämlich das Problem, dass sein Auto im Halteverbot stand. Ja. Guerrero für Morelos. Toussaint. Córdoba. Cunha legt den Ball nach außen auf Marvin Plattenhardt. Der kommt mit der Flanke, aber Schulz hat kein Problem damit, den hier zu klären. Und Brandt. Morelos. Freie Bahn für Jadon Sancho. Und Alfredo Morelos mit dem ersten Abschluss für ihn hier im neuen Trikot. Wieder Morelos. Guerrero. Zurückgelegt. Abschluss da gesucht von Emre Can. Darida. Piontek. Matthäus Cunha. Córdoba. Aber schlecht geklärt. Piontek hat heute Morgen zum Glück kein Zielwasser getrunken. Denn der geht wirklich weit am Tor vorbei. Meunier auf Sancho. Der für Brandt. Und Brandt schickt Morelos. Gut den Ball mitgenommen. Und Morelos scheitert an Schwolo.
Gut pariert. Eckball ausgeführt von Guerrero. Und jetzt Darida gegen Meunier. Wieder Darida. Stark von Piszczek. Brandt. Morelos. Nochmal Brandt. Wieder Morelos. Abseits. Guerrero. Verliert den Ball gegen Sifuig. Toussaint. Und jetzt ist es Matheus Cunha. Toussaint. Für Piontek. Der trifft nur das Außennetz. Und das war jetzt auch der Abpfiff zur Halbzeit. Morelos ist eigentlich ganz gut drauf bis hierhin. Und diese gelbe Karte verstehe ich immer noch nicht, aber gut. Wenn der Schiri meint, dass das gelb ist, dann muss er es halt geben. Wir werden Sancho aber dafür jetzt rausnehmen. Da übernimmt Thorgan Hazard. Und die zweite Halbzeit beginnt. Morelos auf Bellingham. Ich will es einfach nicht riskieren, dass wir hier im ersten Spiel direkt eine rote Karte sehen. Scheint den Schiris ja hier teilweise zu reichen, wenn wir... wenn wir den Gegner einfach nur böse angucken. Cunha. Oh, Schulz, richtig gut gemacht. Und Nico Schulz auf dem Weg. Und der nagelt das Ding in die Maschen. 2:0. Was war das denn für eine Aktion von Nico Schulz? Erobert den Ball. Läuft durch, wird überhaupt nicht angegriffen. Und der Abschluss. Ja. Schwolo reagiert gar nicht. Erstes Saisontor natürlich für Schulz. Und 50 Minuten gespielt. Die Nummer 14, Nico Schulz. Und jetzt Brandt für Alfredo Morelos, nein, stark dazwischen. Toussaint. Der weite Ball. Neuhaus im Abseits. Und habe ich das gerade richtig gesehen, dass Leon Goretzka zu Manchester City gewechselt ist? Das ist krass. Mal schauen, wen die Bayern da als Ersatz holen. Wenn sie überhaupt Ersatz holen. Sifuig. Piontek. Und der lupft das Ding. 1:2. 56. Spielminute. Kommt da den Ball. Bürki macht ein paar Schritte zu weit raus. Und Piontek ist... Ja.
einfach ein zu guter Stürmer, um den nicht zu machen. Auch wenn ich mich immer noch frage, wie man bei der Schreibweise auf Piontek kommt, aber gehen wir den Trend, was heißt Trend, aber gehen wir das einfach mal mit. Hab jetzt auch nicht so viel Ahnung vom Polnischen, von daher. Ja. So, Brandt. Bellingham. Morelos, die Drehung gelingt nicht. Morelos wird auf jeden Fall richtig gut gedeckt in solchen Momenten. Cunha. Córdoba. Oh Gott. Das war knapp. Den darfst du auch nicht so zum Abschluss kommen lassen. Meunier. Can auf Schulz. Sofort nach vorn weitergeleitet. Auf Guerrero. Und dann kommt Meunier leider nicht mehr ran. So, Schwolo nach vorne. Can. Zu steil für Thorgan Hazard. Jetzt fühle ich mich gerade so, wie sich Bayern gefühlt haben muss gegen uns in der zweiten Hälfte. Piontek. Der nächste Lupfer an den Pfosten. Und Guerrero blockt die Flanke von Seyfried. Okay, Askasiba für Toussaint. Für Toussaint im Spiel. Und das ist Rekik. Mit dem Abschluss, aber Bürki. Ohne Probleme. Ja, und bei uns jetzt Schmelzer für Schulz. Wir werden auf jeden Fall gleich noch Haaland bringen. Oh, schön gespielt und Piontek stand aber im Abseits. Das hätte ich mir jetzt auch nicht verziehen, wenn er das Ding noch reingeknallt hätte. So, und das ist der perfekte Moment eigentlich, um Haaland reinzubringen. Schöner Auftakt auf jeden Fall für Alfredo Morelos. Hat gezeigt, zu was er fähig ist. Getroffen hat er leider nicht, aber das wird mit Sicherheit noch kommen. Wenn er öfter Einsätze bekommt. Die erste Aktion von Haaland ist sofort ein Ball für Thorgan Hazard. Zurückgepasst, aber Rekik blockt den Weg. Und Córdoba. Wieder im Abseits. Sieht jetzt auch so aus, als wenn Córdoba und Piontek eher auf die Flügel gehen. Sich ziemlich weit nach außen orientiert, beide. Und Julian Brandt. Holt den Eckball raus. Noch etwas über 11 Minuten zu spielen, plus eventuelle Nachspielzeit. Und jetzt geht Cunha raus. Wer sollen sie sein? Loren. Okay. Thorgan Hazard. Wieder der Fallrückzieher. Also das wird wahrscheinlich der Parademove hier. Schön gespielt. Aber Schwolo macht sich groß. Blockt diesen Ball von Haaland.
bisschen Ruhe reinkriegen. Und dann falsch abwerfen hier von Birki. Beziehungsweise ein Fehlpass. Wie auch immer man es genau nennen will. Piontek. Neuhaus. Lauren. Gut geblockt. Wieder gut geblockt und dann ist es Birki. Wir müssen langsam echt mal den Deckel drauf machen. Vielleicht ja jetzt. Guter Ball von Brandt. Und Haaland mit dem 3-1. Gut umgeschaltet. Super bedient hier von Julian Brandt und Haaland. Macht solche Dinger dann halt auch einfach. Was soll ich dazu noch sagen? Erstes Tor für ihn. Gerade mal 15 Minuten auf dem Feld. Oder 14. Tor für den BVB. Die Nummer 9. Erling Haaland. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Da geht nochmal ein Angriff auf jeden Fall. Haaland. Ball geht raus. Und wir kriegen nochmal die Ecke. Vielen Dank. Da schenkt uns Berlin die Ecke. Und wieder ein Fallrückzieher. Ach Leute. Verlasst euch doch mal auf euren Kopf. Aber gut, wir gewinnen 3-1. Wie schon im Supercup gegen die Bayern. Super Auftakt in die Bundesliga-Saison. Auch wenn Hertha streckenweise echt die bessere Mannschaft war, muss man gar nicht verschweigen. Dann schauen wir gleich nochmal auf die Tabelle. Sobald wir das Interview gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Sieg als Dortmund-Coach? Er ist ja nicht der erste, ne? Die Jungs haben heute 100% gegeben und mehr kann man nicht verlangen. Mir gefällt einfach die mentale Einstellung und ich hoffe, das wird auch weiterhin der Fall sein. Droht Mats Hummels der Verlust seines Dortmund-Startplatzes? Hummels ist einer unserer Schlüsselspieler, auch wenn er zuletzt eine Krise hatte. Er bekommt seine Chance, sich wieder durchzusetzen, aber heute habe ich die Mannschaft... Ja. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit Hertha BSC sind. Hatten sie Zweifel am Sieg? Ich gehe immer von einem Sieg aus. Die Frage ist nur, wie hoch. Das ist halt überhaupt nicht das, was ich... Vielen Dank für diese Statements. Okay. Das war jetzt irgendwie eine ganz andere Aussage, als ich erwartet habe bei der Antwortmöglichkeit. So, hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an. Du bist ein Vorbild. Natürlich. Gut, das war's dann. Wir springen mal ein bisschen nach vorne, simulieren die Trainingseinheiten. Das kann auf Dauer, glaube ich, wirklich sehr, sehr nervig werden. Obwohl die Ladezeiten ja eigentlich noch gehen. Jetzt gibt's 2 Ruhetage. Perfekt. Und dann ist die Mannschaft auch gut fit. So,
Ich muss aber, glaube ich, die Trainingseinstellung noch ein bisschen machen, weil Garcia, ich weiß nicht, was dieser Minuswert genau bedeutet. Ist das seine Bissigkeit? Wenn ja, sollten wir wirklich dran arbeiten. Ja, Tabelle sieht jetzt nach anderthalb Spieltagen, sage ich mal, so aus, dass Wolfsburg vorne ist, gefolgt von Stuttgart. Beide haben zweimal gewonnen. Okay. Dann auf drei Schalke. Oh, ist das unrealistisch. Obwohl, darf ich jetzt als Dortmund-Coach überhaupt noch Schalke sagen? Ja, die Blauen sind auf der 3. Dann haben wir Bayern, Union Berlin. Auch nicht schlecht. So, Bremen. Gut, Dortmund, Leverkusen. Wir beide müssen noch spielen. Genauso wie auch Gladbach und Mainz. Und Freiburg, Berlin, also Hertha und Bielefeld, alle mit 2 Niederlagen. Das ist krass. Aber an sich eine sehr interessante Tabelle bis hierhin. Und als nächstes geht es gegen Mainz. Ich bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Ob wir uns vielleicht sogar die Tabellenführung holen können. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao.